Verstehst du es nicht? Wegen dir werde ich von den anderen gemobbt. Das ist doch kein Grund. Oder ich bin jetzt etwa der Grund, dass du jetzt hier Schluss machen willst, oder was? Ja, bist du. Weißt du was? Dann geh sonst so hin. Ja. Gut, dass du den Dank los bist. Mit mir und der Clique bist du eh besser da. Warum muss ich das denn immer machen? Ist doch Lenas Scheiß. Lena, du kannst dich ja nicht so schlapp fühlen, bis du aufgefallen bist. Oh, da ist mir wohl was rausgefallen. Das tut mir aber leid. Zeit zum Lernen habt ihr gehabt? Deine Lösung wird das Papier gar nicht wert sein. Verteil mal. 0 Punkte, da musst du dich aber anstrengen. Kann ich den Stift haben? Bitte. Ja, gerne doch. Habe ich doch gern gemacht. Ja. Das war ja zu erwarten. Guten Tag. Ich bin eine Klassenkameradin von Max und wollte mit Ihnen über ihn reden. Was ist denn nun wieder los? Max, kommst du mal bitte?
Was denn, Papa? Da ist eine Klassenkameradin von dir. Die möchte mit mir über dich sprechen. Ja, Max hat mich heute in der Schule gemobbt mit seinen Freunden. Hat mich im Flur rumgeschubst und hat meine Tasche über meinem Tisch ausgeschüttet. Wie kommst du dazu, sowas zu machen? Das war nur Spaß, das war nur Spaß. Na, das hört sich nicht wie Spaß an, ne? Das ist schon ziemlich ernst und auch ziemlich fies. Also, was wirft das für ein Licht auf uns? Was sollen die Nachbarn denken, wenn das jemand mitbekommt? Also, dann musste ich auf jeden Fall bei ihr entschuldigen. Entschuldigung, Lena. Als Wiedergutmachung, vielleicht hast du ja Lust, nachher mit auf die Party zu kommen. Ja, ich komme gerne mit. Super, dann bis später. Dann bis später. Tschüss. Julia, wo bist denn du? Am Jugendzentrum? Okay, ich komme da hin, ich muss dir unbedingt was erzählen. Na? Hey. Weißt du, was heute passiert ist? Ach du Scheiße, du wirst es mir nicht glauben. Was denn? Ich war bei Max und habe seinem Vater von seiner tollen Aktion heute erzählt. Und was hat er gesagt? Er hat halt gesagt, dass er den Ruf der Familie geschädigt hat und was die Nachbarn wohl denken. Dann hat er sich bei mir entschuldigt und hat mich für heute Abend auf die Party eingeladen. Ist das nicht cool? In der Tat, das ist nicht cool. Wieso nicht? Ja, hallo, ist so logisch, dass er irgendwelche Hintergedanken hat. Wieso sollte er Hintergedanken haben? Er hat mich ja selber eingeladen. Ich meine, du kennst sie und du weißt, dass sie viele Scheiße bauen. Ich glaube nicht, dass sie irgendein Scheiße vorhaben oder so. Naja, ich muss mich jetzt auch fertig machen. Bis dann, ne? Okay. Ciao. Ciao. Hallo, Lena. Hey. Ist ja ganz schön scheiße gelaufen heute in der Schule, was? Ja, tut mir leid. Aber weißt du was? Max hat mich zur Party eingeladen. Wer hätte das gedacht? Ja, aber an deiner Stelle würde ich da nicht hingehen. Die haben bestimmt wieder irgendwas vor. Wieso? Sonst hätte er sich ja nicht bei mir entschuldigt und hätte mich dann zur Party eingeladen. Ja, also ich hab's dir gesagt. Ich würde da nicht hingehen. Deine Entscheidung. Willst du nicht mitkommen? Nö, lass mal. Ich mach lieber meine Musik. Komm schon, das wird total lustig. Ich hab hier was zu tun. Du sitzt den ganzen Tag nur in der Bude. Ja, aber guck mal, was ich alles schon geschafft habe. Oh. Ja. Naja. Schreib's mir dann einfach, wenn du es dir anders überlegt hast. Ja, machen wir. Ich muss jetzt auch los. Bis dann. Ja. Bis dann. Ja, kommst du dann auch später zur Party? Ja, cool. Warte mal bitte kurz, ich rufe dich gleich zurück. Lena, was willst du hier? Max hat mich eingeladen. Dein Ernst jetzt? Du denkst du nicht echt, dass sie das ernst mit dir meinen, oder? Warum nicht? Weil sie dich nur verarschen? Was habt ihr denn eigentlich alle? Vielleicht meinen sie es auch ernst mit mir und wollen sich mit mir vertragen? Ach, das glaub... Okay, weißt du was? Dann mach einfach, was du willst, aber dann komm auch nicht, wenn wieder irgendwas ist. Mach ich auch. Ja, dann... Ach, weißt du...
Ja, ich bin wieder da. Ja, halb so wild, ist schon okay. Komm. Scheiße. Hi, wie geht's? Wir haben voll auf dich gewartet. Ganz gut. Lass erstmal was trinken. Zeig mal her. Prost! Runter damit. Runter! Ja, da hast du voll recht. Leute, ich muss gehen. Was, jetzt? Ja, ich bin schon eine halbe Stunde zu spät dran, es geht leider echt nicht mehr. Ziehst du durch? Ja, mach ich sowieso. Gut. Ja, dann bis später. Ciao. Lass mal Party machen. Jetzt geht's los. Hier. Lass dir schmecken. X. Was machst du da? Lass den Scheiß! Ist das euer Ernst? Was habt ihr denn? Das ist doch lustig! Was ist denn daran bitte lustig? Lass das! Wie würde ich denn fühlen, wenn man das mit euch macht? Mit uns macht das sowieso niemand! Du willst mich eigentlich verarschen oder sowas? Fuck. Ich verträg's dir gar nichts. Guck dich mal an. Da verträgt ja meine Oma mehr. Du Lappen. Ich bin nicht betrunken. Ja, nur nicht. Nein, ich bin nicht betrunken. Und das werde ich euch jetzt beweisen. Los. Hey, komm. Du machst was. Nicht vom Gaspedal runtergehen. Oh.